nehmen hier mit einem Team von Studierenden aus dem Maschinenbau, aus der Elektrotechnik, Informatik an dem Shell Eco-Marathon teil, seit 2007, weil ich einen Weg suchte, wie wir die Studierenden dazu bringen, sich einmal mit energieeffizienten Fahrzeugen zu beschäftigen und zum anderen Begeisterung zu haben, selbst Projekte durchzuführen. Ja, und dieser Wettbewerb, wo es einmal im Jahr darum geht, sich mit anderen Teams zu messen, das ist einfach eine ganz tolle Motivation. Der Proton hier zum Beispiel, der erinnert im Entferntesten an die Form eines Tropfens. Ein Tropfen ist die aerodynamisch beste Form, wenn man jetzt mal davon absieht, aus welcher Richtung das Fahrzeug angeströmt wird. Und deswegen haben wir uns da eigentlich so bei der Natur ein paar Kniffe angeguckt. Was allerdings aus dem Motorsport jetzt übereinstimmt, ist zum Beispiel, wir arbeiten sehr viel mit Kohlefaser. Und um einfach kostengünstig ein sehr leichtes Fahrzeug auf die Beine zu stellen. Ja, unser Fahrzeug besteht aus einer komplett selbsttragenden Kohlefaserkarosserie mit einem Gesamtgewicht, so wie das Fahrzeug steht, von 140 Kilogramm. Wir haben ein zweisitziges Fahrzeug gebaut, haben einen CV-Wert von 0,18 und haben damit 2011 den ersten Platz gemacht in der Battery Electric Klasse. Und für dieses Jahr, also für den Shell Eco-Marathon 2013, bauen wir das Fahrzeug um, halt kombiniert Batterie mit Solarzellen. Da war jetzt die Herausforderung, dass man versucht, möglichst effiziente Solarzellen, die auch möglichst leicht sind, unterzubringen und somit einen möglichst großen Vorteil gegenüber anderen Teams herauszuspielen, herauszukitzeln. Es ist schon ein Erlebnis, auf der Rennstrecke zu sein. Fühlt sich auch teilweise wie auf der Formel 1, nur halt extrem langsamer. Aber mit der ganzen Ausrüstung macht es einen Heidenspaß. Es ist ein sehr aufregendes Gefühl, wenn man ein halbes Jahr lang an seinem Projekt gearbeitet hat und dann, wenn es dann halt eben zum finalen Test geht und dann alles in einem Fahrzeug zusammengeführt hat und das Auto dann auf der Teststrecke bzw. auf dem Parkplatz mal eine Runde fahren kann, das ist schon ein sehr aufregendes Gefühl. Man überlegt sich, was könnte jetzt schief gehen. Aber man ist auch sehr erleichtert, wenn es dann wirklich, man sieht, dass die Arbeit geschafft ist und dass sie gut geschafft ist.